Ja, jetzt sehen wir das mal aus der anderen Perspektive. Ich habe ihm das ja geschenkt, aber mit dem Account war er jetzt noch nicht drin gewesen. So, ja. Oh. Und da hat er dann noch das Auge bekommen. Okay. Ja. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Daily Shop News vom 19.07.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Gehen in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir ein neues Outfit, eine neue Lackierung, neue Emotes. Ja, da ist doch ein bisschen was dabei. Gut, diese Banner-Skins oder Banner-Items haben wir ja gestern erst gehabt. Habe ich ja auch dazu Gameplays hochgeladen. Ja, schauen wir doch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Leider habe ich den Mecha-Anführer nicht auf der Map finden können. Dafür habe ich allerdings einen anderen Skin gefunden. Und ja, der ist in Deutschland noch gar nicht öffentlich verfügbar. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich habe mich nur gewundert, was ist das für ein komischer Skin? Und dann habe ich festgestellt, oh hoppla, das Ding sieht mega cool aus. Und ja, das ist der Breakpoint, den ich gefunden habe. Aber dazu dann später ein Gameplay. So, jetzt gucken wir erstmal hier rein. Ja, fangen wir mal mit der beschlagenen Hacke an. Das ist die Studded Axe. Ja, ist ein Klassiker, ne? Kriegt von mir 6 von 10. Hier ist der Werkzeugeffekt. So, hat hier ein Voting von 3,92 von 5 bei 59 Votes am 13. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 16 Mal seit den 200 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 18 Tagen. Jo, dann machen wir hier mal weiter mit der Fußfinesse. Und die kriegt von mir 9 von 10. Für 500 V-Bucks. Fancy Feet. Fancy Feet hat hier ein Voting von 4,32 von 5 bei 22 Votes. Am 3. September 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seit dem 70 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 108 Tagen. Jo, dann geht's auch eigentlich schon. Wir gucken nochmal ganz kurz hier in diese Banner-Skins rein. Die klicke ich nochmal ganz kurz durch. Dann können wir uns die Bewertungen anschauen, die aktuell da sind. Wäre vielleicht auch nochmal ganz interessant. Wie gesagt, Verlinkungen zu den Videos jetzt oben in der rechten Ecke. Gucken wir uns einfach mal ganz kurz die Noten an. So, da haben wir zum einen das Banner Cape. Es hat 3,88 von 5 bei 16 Votes. Dann haben wir den Custom Cruiser. 4,3 von 5 bei 10 Votes. Den Banner Trooper. Hier 4,71 von 5 bei 14 Votes. Den Branded Brawler. 4,67 von 5 bei 6 Votes. Finde ich auch mega cool. Branded Brigadier, 4,5 von 5 bei 16 Votes. Hammer Noten, alter Vater. Der Leutnant Logo, 4,5 von 5 bei 6 Votes. Marked Marauder, 4,71 von 5 bei 14 Votes. Sergeant Sigil, 3,8 von 5 bei 5 Votes. Signature Sniper 4,43 von 5 bei 7 Votes. Symbol Stalwart 2,75 von 5 bei 4 Votes. Emblematic 4,67 von 5 bei 6 Votes. Ja, sind wir mit den Dingern auch schon durch hier. Und jetzt können wir uns mal um die neuen Items kümmern. Das hier ist Team Mac. I love. Ja gut, so wie ich das sehe, für 100 V-Bucks, hier dieser Mecha-Anführer, dann gibt es hier Team Monster und ich ahne, I Love Monster, ich ahne, dass es dazu auch nochmal einen Skin geben wird. Okay,
Also so wie ich das Ganze jetzt mal einschätze, was jetzt alles in letzter Zeit passiert ist, na, wir haben zum einen diesen riesen gigantischen Roboter, der da in der Roboterfabrik gebaut wird. Und wir haben den Drachen, der da unten unter dem Berg in der Eislandschaft, zumindest wo dieses Auge da durchschaut. Ich ahne, dass da irgendein spezielles Event kommen wird mit dem Monster aus, ja, aus dem Berg und dem Roboter aus der Roboterfabrik. So, das hier ist wohl der Skin für die Fans von dem Roboter. Ich vermute, dass morgen dann der andere da sein wird. Ja gut, was gebe ich denen jetzt für Noten? Ich bin natürlich Team Bärchen und Team Bärchen kriegt dann dementsprechend natürlich von mir 7 von 10 und Team Monster, ja, was soll ich Team Monster geben? Team Monster kriegt von mir dann 6 von 10. So, schauen wir mal, ob da irgendwelche Noten momentan für da sind. Team Mac hat hier momentan ein Voting von 3 von 5 bei 2 Votes. Und Team Monster das gleiche. So. Ja, dann haben wir jetzt hier diese animierte Lackierung, Mecha-Team. Gucken wir uns das Teil mal ein bisschen genauer an. Sind halt wieder Farben, die mir so überhaupt nicht zusagen. Ne? Also es ist überhaupt nicht mein Style. Dieses ganze Pinky-Pinky-Stylish-Zeugs da, das ist nicht so meine Welt, ja. Deswegen kriegt Mecha-Team für 500 V-Bucks von mir nur 6 oder nur 5 von 10. Ich bin von dieser Lackierung kein Fan. So, dann haben wir hier 3 von 5 bei 3 Votes für diese Lackierung. Jo, und dann gehen wir mal hier hinten jetzt in dieses neue, in diesen Mecha-Anführer rein, den ich leider auf der Map nicht finden konnte. Gut, ich kann es auch ein bisschen, also ich meine, ganz ehrlich, muss vorher zusammengebaut werden, beinhaltet das voreingebaute Emote aufgeladene Kampfkunst für Mecha-Anführer, muss nicht noch extra ausgerüstet werden, Teil des finalen Showdown-Sets. Ach so. Hier muss natürlich noch was umgestellt werden. Unterstütze einen Creator. Sofort. Gleich TTV. Wir haben nämlich jetzt dank eurer Unterstützung und dank euren Abos haben wir endlich von Epic Games den Creator Code bekommen. Wäre natürlich eine super tolle Sache, wenn ihr den auch jetzt hier bei euch eintragen würdet. Das kostet euch ja nichts, kostet nichts extra. Und damit würdet ihr uns ein klein wenig unterstützen. Das wäre auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Wären wir mega happy darüber. So, jetzt gehe ich aber hierhin wieder zurück. Und ja, das sieht doch schon ganz schön aus. Sofort U gleich TTV. Mega cool. Jo, was soll ich dazu sagen? Das ist halt ein Bärchen. Und eigentlich müsste ich ja auf Bärchen stehen. Aber irgendwie ist der wieder pink. Und wenn ich diese Farbe sehe, dann passiert bei mir genau das, was ich da auf seinem Brustpanzer sehe. Mir bricht das Herz. So, jetzt gucken wir mal. Der ist ja hier aus verschiedenen Items zusammengebaut. Wir haben hier auf der linken Seite an seinem Arm irgendwie so eine Drachenhand. Ja. Und auf der rechten Seite, das kann ich nicht so richtig einordnen, was das ist, ganz normaler Roboterarm halt, ne? Hinten auch schon wieder pink. Ganz grausam. Was wäre denn, was macht er denn? Wieso zittert er denn so? Was hat er denn? Warum zittert er denn so? Jesus, Maria und Josef. So. Ja. Eieieiei. Da unten, das ist ja jetzt wohl auch der Hammer, ne? Burger und Tomatenkopf als Schuhe. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist.
Ja, auf der einen Seite finde ich das Teil ziemlich cool. Auf der anderen Seite kostet es 1600 V-Bucks und ist ein relativ großer Skin. Na, und ich meine, darf nicht vergessen, dass so ein Skin hier, ja, je größer der Skin ist, desto eher kannst du natürlich auch getroffen werden. Eine größere Angriffsfläche hast du natürlich auch. Deswegen bin ich mir jetzt nie so sicher, was ich da jetzt geben soll. Also erstmal von der Farbgebung her würde ich dem Ding natürlich schrecklich schlechte Noten geben. Da unten das rechte Bein gefällt mir ganz gut. Das linke Bein passt auch noch. Also alles so bis hier oben Brustpanzer aufwärts ist alles cool. Rücken geht auch, aber eben alles da oben ist gräuselig. Ja, was mache ich jetzt mit dem Teil? Ich gebe dem jetzt einfach mal. Er ist schon irgendwie speziell. Er ist schon irgendwie speziell und irgendwie lernt man bei Fortnite wirklich hässliche Sachen auch echt zu mögen, scheinbar. Von mir kriegt der Mecha-Anführer 7 von 10. Und jetzt schauen wir doch mal da rein, was hat er denn momentan für ein Voting? Da haben wir derzeit ein Voting von 3,38 von 5 bei 8 Votes. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.